Mag vielleicht komisch klingen, aber hat Ihr Mann jemals etwas erwähnt wie, naja, hat er mal etwas von einem Pinguin erzählt? Oder einem Schneemann? Wie bitte? Ich verstehe nicht ganz. Er hat nie Leute erwähnt, die sich als Pinguin verkleiden? Nico, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Meine Liebe, Sie sollten gehen, bevor die Polizei da ist. Die wird viele peinliche Fragen stellen. Ich bin dankbar, dass Sie geblieben sind. Sie waren sehr freundlich. Bitte rufen Sie mich an, wenn ich irgendwas für Sie tun kann. Ich hatte Sie falsch eingeschätzt. Sie hatte allen Grund, verbittert zu sein, wenn sie mit einem Typen wie Carchon zusammenlebte. Was man so hört, war nichts und niemand in seiner Nähe sicher. Vielleicht hätte ich doch auch die Katze verhören sollen. Vielleicht hättest du die Katze verhören sollen. Das war nicht schlecht. Imelda hat Talent, aber das werde ich ihr bestimmt nicht sagen. Nun sei mal nicht so fies. Oder passt da vielleicht der Elefant hin? Das würde doch nicht passen. Na, hätte mich jetzt auch gewundert. Na, das fängt ja gut an. Gerade erst frisch eingestiegen und schon komme ich nicht weiter. Mal schauen. Der Safe sieht ziemlich stabil aus. Ich denke mal, das wird nicht reinpasst, oder? Der Tresor ist verschlossen. Ach, auch wieder mal zu weit. Das ist die falsche Art von Schlüssel. Ach, na gut. Also irgendwie müssen wir das verschaffen. Ich brauche kein Blatt Löschpapier. Zumindest kein leeres. Aha. Nein. Ich habe das Kästchen ruiniert. Aber ich war auf dem besten Weg, einen Hinweis zu finden. Okay, irgendwas haben wir wohl übersehen. Das ist der schöne Elefant, den mein Vater geschnitzt hat. Schön. Die Decke ist mit einem ungewöhnlichen Symbol bestickt. Mhm. Nein. Ach, Nicole. Da kann man wirklich nicht rein. Abgeschlossen. Was mich nicht wirklich überrascht. Ach, Himmel, Herr und Kreuz, die Türken. Oder vielleicht nochmal bei der Leiche, mal schauen. Pierre Carchon ist zum letzten Mal steif. Nee, jetzt, oder? Eine meiner Haarspangen. Genauer gesagt, meine Lieblingsspange. Sie muss runtergefallen sein, als ich niedergeschlagen wurde. Also dann lache ich, wenn das jetzt funktioniert. Na los, zeig, was für eine Schlossknackerin du bist. Ah, Nico, du bist einfach verflucht gut in solchen Sachen. Super. Statt Imelda zu trösten, durchforste ich ihre Wohnung. Warum? Weil hier irgendwas im Busch ist und ich ein paar Antworten finden muss, bevor die Bullen hier sind. Und außerdem war sie ziemlich unhöflich zu mir. Also hat sie es sich selbst zuzuschreiben. Na also, wir sind weiter. Oh, herrlich. Das ist doch bestimmt der Schlüssel für den Tresor. Super. Jetzt sind wir wieder im Rennen. Im Safe liegt eine Art Artefakt. Seine Oberfläche ist mit Symbolen bedeckt.
Sieht aus wie die Druckwalzen, die ich im Kunstunterricht hergestellt habe. Wenn ich irgendwas über Symbole gelernt habe, dann das. Sie sind immer wichtig. Aber diese in den Stein geritzten Symbole sind unmöglich zu entziffern. Ich muss sie irgendwie ausdrucken. Zumindest ist der Stein rund. Aber was könnte ich als Druckerschwärze verwenden? Und worauf kann ich drucken? Klar, das nennt man Klauen. Aber ich weiß, dass Imelda keine Ahnung von dem Artefakt hat. Und Karchan ist es inzwischen egal. Na dann. Ich habe schon eine Idee, was wir als Druckerschwärze nehmen. Ja, dann mal schnell zum Schreibtisch. Komm schon. Juhu. Ich wälze das Artefakt in der Farbe, bis es völlig eingefärbt ist. Interessant. Ein antikes Kästchen mit lauter Farbe drauf. Damit kann ich nicht allzu viel anfangen. Ich brauche kein Blatt Löschpapier. Ach, na gut. Vielleicht so dann. Na also, genial. Geht doch. Die Walze und die Farbe funktionieren genau, wie ich es geplant habe. Aber was steht jetzt da? Das ist eine verschlüsselte Botschaft. Da steht Unterricht. Ich habe ja nicht viel gelernt als Journalistin, aber eins weiß ich. Unterricht schreibt man normalerweise ohne Bindestrich. Die Buchstabenfolge darunter ergibt auch keinen Sinn. Plötzlich wird mir klar, was für eine Verbindung zwischen dem Bootsfahrschein und der verschlüsselten Nachricht besteht. Auf dem Fahrschein steht Bateau de la Conciergerie. In der Conciergerie auf der Île de la Cité, unten im Fluss, befand sich einst der Gerichtshof. Also könnte man Unterricht in diesem Fall einfach wörtlich nehmen. Unter den Richtern. Unter dem Gericht. Unter der Conciergerie. Ich bin sicher, dass ich hier alles gefunden habe, was zu finden ist. Und außerdem packt mich angesichts des ganzen Prunks hier die Sehnsucht nach meinem normalen, ärmlichen Leben. Das ist eine Riesenstory. Es ist ein mörderisches Puzzlespiel, bei dem noch eine Menge Teile fehlen. Aber ich werde es zusammenbekommen. Und wenn ich mich noch an den Namen dieses berühmten Preises erinnern könnte, den man bekommt, wenn man ein Spitzenjournalist ist. Auf jeden Fall werde ich den dieses Jahr auch abräumen. Pulitzer. Na gut. Wir haben's endlich geschafft. Oh. Na dann, schnell weg hier, bevor ihr Melder uns noch zu Tee einlädt. Imelda, ich werde alles tun, um den Mörder zu finden. Vielen Dank, meine Liebe. Und wenn die Polizei fragen sollte... Keine Bange, sie war nie hier. Unterricht ist der Schlüssel. Ich muss einen Weg unter die Conciergerie finden. Ich werde direkt zu den Kais an der Île de la Cité gehen. Wenn es einen Weg unter die Conciergerie gibt, dann von dort aus. Alles klar. Île de la Cité, eine Stunde später. Cachan war nicht der Typ, der nur so auf dem Fluss rumschippert. Er hatte einen Grund, hier zu sein. Etwas, das ihn schließlich umgebracht hat. Na dann. Ein Freund von mir hatte mal ein Segelboot. Die feuchteste Beziehung, die ich je hatte. In jeder Beziehung. Ah ja. Schön zu wissen. Der Zaun bewegt sich kein Stück. Okay, vielleicht der hier. Auch oder dieser Zaun der. Bewegt sich kein Stück. Das Zeichen kennen wir doch. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Es ist auf das Tischtuch gestickt, das ich in der Wohnung von Madame Cachan habe mitgehen lassen. Ich bin also auf der richtigen Spur. Schön, schön. Na dann machen wir das Tor auf. Ich versuche, den Zaun wegzudrücken, aber er bewegt sich kein Stück. Ein seltsames Paar Schlösser verhindert, dass die Tore entriegelt werden. Ach nö. Leute, ein Schiebepuzzle. Muss das sein? Na gut,
Meckern hilft da nicht. Da muss man durch. Vielleicht so dann. Ja. Ah. Der erste ist soweit. Jetzt nur noch einer. Super. Na dann, auf zum nächsten. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Die Frage ist jetzt nur noch, wie genau muss das jetzt sein? Ach, Herr im Himmel. Na, hier geblieben. Nee, das ist auch shit. Ach, Leute. Das kann was werden. Blöd ist ja auch, dass man die nicht etwa so verschieben kann. Nee, das ist auch beschissen. Nee, für solche Schiebepuzzle bin ich einfach zu blöd. Mann, Mann. Ich
falsch. Und irgendwie muss man das hier darüber kriegen. Nur, wie zum Teufel macht man das? Schauen. Weg mit dir. Schau mit dir. Ach, Himmelgott nochmal. So. So dämlich. Ach, Mensch. Vielleicht so dann mal. Zumindest bin ich schon mal ein bisschen weiter. Eine Erziehung in der Klosterschule ist immer noch die beste Voraussetzung, um Schlösser zu knacken. Interessant, also, ihr habt's gehört, wenn ihr Schlösser knacken wollt, müsst ihr zu einem Kloster gehen. Für einen Raum voller Müll war das ein sehr cleveres Schloss. Irgendwas an diesem Raum stinkt mir, und das meine ich nicht nur wörtlich. Alles klar. Ich will den Zaun nicht wieder hochziehen und mich damit möglicherweise hier einsperren. Ach, na gut. Oha. Okay, was ist das? Eine alte Geschosshülse. Was die wohl hier zu suchen hat? Tja, wer weiß. Ein grobes Loch ist in die Säule gebohrt worden. Na gut. Vielleicht das Artefakt? Rätsel gelöst. Carchons Steinzylinder gleitet in das Loch und rastet mit einem wohltuenden Klick ein. Du redest immer von dem Artefakt, oder? An den beiden Seiten sind die Wörter Sinister und Dexter eingeritzt. Och, nö. Nun, jede brave Klosterschülerin wie ich kennt natürlich die lateinischen Begriffe für links, rechts. Aber was haben die hier zu suchen? Ein befriedigendes Klicken verrät mir, dass ich ihn in die richtige Position gedreht habe. Fühlt sich an wie die einrastenden Riegel eines Tresorraums. Aha. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Der Mechanismus stellt sich zurück. Alles klar. Ein befriedigendes... Noch ein Klick. Wieder einen Schritt weiter. Also rumprobieren. Das war ein Fehler. Okay. Also schon mal links. Ein befriedigend... Ja, ja. Rechts. Noch ein...